Beim Thema Führung und Gesundheit im Kontext von Organisationen ist Achtsamkeit deswegen so wichtig, weil viele Kränkungen, viele krankmachende Verhaltensweisen von Führungskräften deswegen passieren, weil sie nicht in der Situation wirklich wahrnehmen, was ist bei ihnen selber gerade los und was ist beim anderen gerade los. Und Achtsamkeit bzw. Achtsamkeitstraining hilft dazu, wach zu werden. Für sich selber und für den anderen. Wir haben uns als Universität bewusst dazu entschieden, die Mindful Leadership Konferenz hier stattfinden zu lassen, weil wir auch im Feld der Professionals, im Feld der Berufstätigen Plattform sein wollen, um aktuelle Herausforderungen von Führung zu diskutieren, aus den unterschiedlichen Perspektiven, in den unterschiedlichen Kontexten, einfach da auch für Führungskräfte ein Ort zu sein, an dem man aktuelle Herausforderungen im Kontext von Führung diskutieren kann. Also für mich als Geschäftsführer von einem Mittelstandsunternehmen ist besonders wichtig, dass Sie es immer wieder zurückgebracht haben auf diesen Punkt des Innehaltens, also zwischen Reiz und Reaktion diesen Raum zu schaffen, von dem immer wieder die Rede war. Das hat mir sehr gut gefallen, weil sich das auch mit meiner täglichen Praxis sehr deckt. Wir haben ein durchaus stressiges Tagesgeschäft und da ist genau das wichtig zu üben und ich glaube auch wichtig vorzuleben. Für mich persönlich ist es unglaublich bereichernd, dass ich meine persönliche Mindfulness-Praxis, die ich ja schon viel länger habe, jetzt ins Unternehmen tragen darf, dass ich meine Passion, meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen darf, dass ich meine Kollegen überzeugen darf und damit unser Unternehmen positiv verändere und das Ganze auf eine unglaubliche Weise Anklang findet, so weit über das, was wir uns je vorgestellt hätten.